Moin Moin miteinander. Wir spielen wieder einmal an Epic. So. Ich überlege gerade. Also, wir waren in diesem neuen Gebiet letztes Mal. Und wir haben dieses Gebiet vollständig beleuchtet, also erkundet gehabt. Aber wir haben da, wenn ich mich nicht erinnere, etliches an Aufgaben, was wir machen müssen. Ja, denn ich habe im Grunde genommen letztes Mal, glaube ich, gesagt, ich möchte vielleicht den Boss hier, wo ist der denn? Oh, hier ist ein Boss, da. Testen, wie der so ist. Ich glaube aber, das ist keine so gute Idee, wenn wir noch so viele Aufgaben offen haben. Das sollte man nicht zu sehr rushen. Von daher erledigen wir einfach mal die Aufgaben. Und dann kommt der Boss. So, bin ich hier richtig? Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger bin ich da richtig. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Da bin ich, glaube ich, schon ein bisschen weit. Aber wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich das Ganze auch mal komplett ausleuchten. Ja, das ging ja schneller als gedacht. Was haben wir da? Ja, irgendjemand, der sich in einer Tonne versteckt. Diesen Herrn besuchen wir aber das nächste Mal. Vielleicht. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, in welcher Reihenfolge ich das Ganze jetzt mache. Oh, der Raum. Oh, plopp. Jetzt ploppen sie hier alle auf bis hier. Ich weiß nicht, wie viele sind. Ah, ungemütlicher Raum. Also, jetzt brauche ich aber ein anderes Tier. Wir nehmen... hier. So, mein Freund. Böser Raum, böser Raum. Ich muss da, glaube ich, hoch. Oder kann ich auch hier rechts mir das Ganze leichter machen? Ich glaube ja. Na, ich glaube nicht. Wie habe ich das letztes Mal gemacht? Ich glaube, mit dem Feuerball ging das sehr gut.
Heil ist gerne. Wieso werden die nicht angegriffen? Korrodierend. Das zieht aber mächtig an der Lebenskraft. Na gut, ich weiß schon, wieso ich einen korrodierenden Bogen benutze, ne? Es zieht mächtig an der Lebenskraft. Was habe ich hier? Ah. Edward mit den Klauenhänden. Ja, hier wollten wir hin. So, Geist des Verwandelns. Alle Komponenten wurden vereinigt. Lass die Macht der Alchemie den Stein der Weisen erschaffen und dir das Wissen zum Verständnis der alchemistischen Texte gewähren. Lass den Stein der Weisen dich Zauber sprechen, die Dinge und Tiere verändern. So, die Magie der Veränderung wurde deinem Charakterbogen hinzugefügt. Du kannst nun Veränderungszauber sprechen und deine Fertigkeiten in Veränderungsmagie und einem Stufenaufstieg bei einem Stufenaufstieg verbessern. So. Wohaha. Foliant der Gigantenstärke. Aha. Erhöht deine Stärke, macht deine Angriffe damit mächtiger. Brauche ich ja eigentlich nicht mehr die Tränke. Okay. So, Eisenschlüssel. Die Tore des Todes. Golems. Golems. Da musst du die Golems erschießen. Das ist, glaube ich, noch das Einfachste. Beginne das Begonnene. Wiedergeboren werden. Also. Möchte ich wiedergeboren werden? Hier muss ich also auch noch mal hin. Eisenschlüssel. Also am schnellsten. Wie komme ich jetzt am schnellsten? Ah, Moment mal. Ein paar Aufgaben habe ich bestimmt auch schon fertig. So, zum Beispiel. Hier. Die. Genau. Jetzt habe ich mir doch extra Sprochen besorgt. Rolle der Rückkehr. Ja. Benutzen. Tada. Guten Tag. Hier sind deine Essenzen. Gut, gut. Den Orb der Wiedergeburt. Verwende ihn weise. Du hast nur eine Chance. Nun muss ich gehen. Okay. Kugel der Wiedergeburt.
So, entfernt alle Fertigkeitspunkte, sodass du sie erneut verteilen kannst. Das ist interessant, so fürs Ende des Spiels möglicherweise, wenn man dann weiß, okay, der Endgegner sieht so und so aus, dass man den Charakter dann nochmal genau darauf anpassen kann. Interessant, sehr nett. Nächste Aufgabe. So, Edward Scherenclown habe ich da bereits... Ne, Ork-Clown habe ich noch nicht. Okay, also muss ich noch ein paar Orks töten. Habe ich schon Golems? Also Wissenschaftsmedaille und töte Golems. Der Eisenschlüssel? Beschreibung? Ach, ich war schon... okay. Nee, wir machen mal die Golems. Nee, die Golems. So, erstmal zurück. Ich muss nämlich ein bisschen was auffüllen, ein bisschen Essenzen. Dazu muss ich aber gar nicht zurück. Ich muss nämlich in den Laden. Nee, nicht in den Laden. Ich muss in die Küche. Hallo, Koch. Ein bisschen blaue Essenzen. Na, ruhig noch ein bisschen. So, das sollte reichen. So, arkane magische Essenzen. So. Noch irgendetwas? Ja, grün. Grün. Grün ist, glaube ich, immer gut. So. Mal ab. Mann, wo geht's jetzt hin? Die Golems waren am Anfang der Laboratorien, irgendwo hier. Da gehen wir also hin. So, sind wir hier richtig? Ah, nicht so ganz. Hier auch noch nicht so ganz. Na gut. Ich hätte gedacht, dass ich näher dran wäre an dem Durchgang zu den Laboratorien. Aber das ist auch gut. Wenn ich hier runtergehe... Ja... Golem Nummer 1. Da unten warten schon zwei auf mich. Und hier warten auch zwei auf mich. Jetzt habe ich schon drei. Die anderen, ja. Fünf sind in der unteren. So, und da oben ist das der... Typ, den ich besiegen muss? Ich glaube ja, ne? Bestimmt ist der das. Immerhin der Raum, in dem er so rumläuft, der sieht doch echt nach so Golem zusammenbauen und so aus. Mein Bogen.